Klima, Umweltschutz geht eben alle an. Auch alle, die zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung modernisieren wollen. Genau dafür vergibt die KfW-Bank günstige Kredite. Eine staatliche Bank, die energieeffizientes Bauen, Sanieren fördert. Da verwundert es doch sehr, dass genau diese Bank auch eine Branche mit Krediten versorgt, die alles andere als klimaschonend ist, nämlich die Kreuzfahrtindustrie. Staatskredite für Klimasünder? Wie bitte passt das zusammen? Kreuzfahrtmesse in Hamburg. Die Branche hat ein klares Ziel: mehr Schiffe mit mehr Urlaubern in mehr Häfen bringen. Das Wachstum, das seit Jahren anhält, soll weitergehen. So wollen es die Manager. Das Wachstum unseres Geschäfts spiegelt sich im Umfang der Flotte wider. Im Moment haben wir 290 Schiffe. Für die kommenden 8 Jahre sind 140 weitere Schiffe bestellt. Das heißt, wir haben riesige Wachstumschancen. Als gäbe es nur den Weg steil nach oben. Natürlich ist das Potenzial sehr groß, vor allem in Deutschland. Wir haben unsere Kapazitäten vergrößert. Die Nachfrage ist da. Deswegen bauen wir auch mehr Schiffe. Die Kreuzfahrt ungebremst auf Erfolgskurs, weil immer mehr Urlauber eine Kabine an Bord ergattern wollen. Wirklich? Auf den Hamburg Cruise Days erleben wir eine Überraschung. Neben der Begeisterung gibt es erstaunlich viele skeptische Stimmen. Manchmal ist zu dritt schon zu viel. Und dann macht man mit 1998 Leuten gemeinsam Urlaub. Das ist zu viel. Zu kastig, zu groß. Ich würde schon aus Umweltgründen eigentlich nicht damit fahren. Mir ist das zu viel Umweltverschmutzung. Eigentlich müsste es gestoppt werden. Doch der Schiffsboom wird von unerwarteter Stelle gefördert. Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW finanziert Kreuzfahrtschiffe über ihre Tochter IPEX. Auf Anfrage von Panorama 3 teilt die Staatsbank mit, für 73 Kreuzfahrtschiffe hat die staatliche Bank Kredite vergeben. Gesamtvolumen 8,4 Milliarden Euro. Wie komfortabel ist das für die Reedereien? Sind sie auf die Staatskredite angewiesen? Darüber möchten wir mit den Managern gerne sprechen. Ich wollte Sie etwas dazu fragen, also wie Sie dazu stehen, dass die KfW so viele Kreuzfahrtschiffe finanziert. Finden Sie das gut? Ich kann jetzt eigentlich gar nicht mit Ihnen sprechen, ehrlich gesagt. Das finden wir schade. Ja, tut mir leid. Guten Tag, Frau Meier. Darf ich Ihnen noch mal eine Frage stellen? Nee? Warum wollen Sie nicht mehr mit uns sprechen? Wie kann man Staatshilfen für so eine reiche Branche rechtfertigen? In Neubrandenburg treffen wir einen, der die Staatskredite für Kreuzfahrtschiffe verteidigt. Eckhard Rehberg, der haushaltspolitische Sprecher der CDU. Ohne solche Finanzierung würden diese Schiffe nicht in Deutschland gebaut werden, sondern in China, in Korea oder in Italien. Und deswegen ist die KfW IPEX mit ihrer Finanzierung für Kreuzfahrtschiffe auch sehr, sehr wichtig für Regional- und Struktur- und Industriepolitik. Mir sind diese Arbeitsplätze wichtig und mir sind sie wichtiger als Arbeitsplätze in China, Italien oder Frankreich. Und was ist mit dem Schaden für Umwelt und Klima? Man fördere umweltfreundliche Schiffsantriebe mit Flüssiggas, sagt die KfW. Wie bei der AIDA Nova. Das Flüssiggas sei sauberer. Die KfW hat dafür sogar ein eigenes Wort. Green Cruising. Das Problem, auch Flüssiggas ist ein fossiler Treibstoff, der hohe CO2-Emissionen verursacht. Sollte Deutschland das wirklich mit Staatskrediten fördern und mit Hermes-Deckungen absichern? Inwiefern ist eine solche Finanzierungspolitik mit den Klimazielen der Bundesregierung und der Großen Koalition vereinbar? Falls diese Schiffe ausschließlich fossil betrieben werden und falls diese Schiffe von der IPEX finanziert werden und womöglich über den Steuerzahler alle Risiken rausgenommen werden, weil über Hermes-Kredite besichert, dann würde ich sagen, ist das eine Fehlentwicklung. Warum haben die Parteien der Großen Koalition das bisher zugelassen, dass es so läuft? Also ins operative Geschäft greift ja zunächst mal die Politik nicht ein. Aber gleichwohl, wenn die große Richtung, die große Linie in Richtung ökologische Zukunft nicht eingehalten wird, ich glaube, da muss der Dialog eröffnet werden. Und da müssen wir auch im Verwaltungsrat, also das entspricht ja so ein bisschen dem Aufsichtsrat in der KfW,
entsprechend steuern und die Diskussion mit dem Vorstand führen. Der Vorstand der KfW scheint aber bisher nicht am Kreuzfahrtgeschäft zu zweifeln. Am Standort Wismar läuft ein ökologisch besonders fragwürdiges Projekt. Hier in den Werften Mecklenburg-Vorpommern entstehen zwei Schiffe der Superlative, bestellt von einem asiatischen Freizeitkonzern. Das sichere Arbeitsplätze, sagt die KfW und hat einen Kredit über 2,6 Milliarden Euro organisiert. Bis zu 9.500 Passagiere finden auf jedem der beiden Schiffe Platz. Angetrieben werden sie mit Marinediesel und Schweröl, dem dreckigsten Treibstoff überhaupt. Die Werft sagt, die Abgase würden gefiltert. Ist es nicht peinlich, dass die Bundesregierung das finanziert und gleichzeitig sagt, wir wollen Treibhausgasemissionen senken? Richtig ist, dass wir in einem strukturschwachen Land die Werftindustrie, die am Boden lag, wieder aufgebaut haben und mit Hilfe von Finanzierung. Und falls wir diese Finanzierung nicht vornehmen würden, über die IPEX mit Hermes-Deckung, dann würden diese Schiffe in Frankreich, Italien oder in China gebaut werden. Der CO2-Ausstoß wäre dann der gleiche. Und mir ist es lieber, die Schiffe werden in Deutschland mit deutschen Standards gebaut als woanders auf der Welt. Was genau heißt mit deutschen Standards? Die Werft wirbt. An Bord der Megaschiffe entstehe ein Themenpark inklusive einer Achterbahn mit virtueller Realität, ein Multiplex-Kino und zahlreiche Shoppingmöglichkeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Freizeitindustrie in dieser Dimension brauchen. Ich glaube, diese Denkrichtung ist einfach verkehrt, weil die Kreuzfahrtindustrie offensichtlich noch gar nicht gemerkt hat, wie sie die Umwelt belastet. Und wie sie auch Leute sozusagen gedanklich durch die Lust, mal auf so einem Schiff zu fahren, in eine falsche Kategorie lockt. Nämlich in die Kategorie, mir ist eigentlich egal, ob es fossil betrieben ist, die Hauptsache, ich habe meinen Spaß. Aber wenn der Spaß unsere Zukunft verbraucht, dann ist es einfach zu gefährlich und da müssen wir mehr überlegen als bisher. Die KfW rechtfertigt ihre Kredite für Kreuzfahrtschiffe so. Man habe eben nicht nur den Auftrag, auf die Umwelt zu achten, sondern auch den Export anzukurbeln. Wie sehen Sie das, dass der Staat, also eine Staatsbank, diese Schiffe auch finanziert? Unglaublich. Erschütternd. Das ist natürlich sehr schlecht, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so bekannt in der Öffentlichkeit. Ich habe es zum Beispiel nicht gewusst. Das ist, finde ich, unmöglich. Das kann ich nicht verstehen. Ich denke, dass wir andere Sachen unterstützen sollten. Die Urlaubsreederei TUI Cruises sagt, man sei auf die Staatskredite nicht angewiesen. Man habe genug andere Banken. Marktführer AIDA hingegen begrüßt die Unterstützung durch die KfW. Wenn die Kredite der Staatsbank ausfallen, zahlen es die Bürger. Wenn das Geschäft weiter spitze läuft, ist der Preis vielleicht noch höher. Wir sind eins. ARD.